Mittlerweile arbeiten wir jetzt schon seit 2,5 Jahren an Lost Ember. Ich war körperlich, geistig am Limit. Können wir nächsten Monat noch unsere Miete zahlen? Was passiert in 2 Monaten, in 3 Monaten? Waren Matthias und Pascal schon auf der Gamescom, während wir im Hotel noch rumsaßen und das Spiel weitergemacht haben? Abends schlafen gegangen, morgens aufgewacht und dann hatte der schon mal 20.000 Klicks. Das haben uns die Leute einfach aus den Händen gerissen. So, und das war ziemlich krass für uns. Der heutige Spielemarkt ist dicht gedrängt. In bodenlosen Steam-Listen folgen hochglanzpolierte Blockbuster auf Early Access Endlosentwicklungen, puren Trash und leidenschaftliche Indie-Games. Für einen kleinen Entwickler ohne Marketingbudget aus der Masse herauszustechen? Nahezu unmöglich. Und doch hat genau das ein kleines, fünfköpfiges Team in Hamburg geschafft. Wir haben uns damals im Masterstudium kennengelernt und sind eigentlich alle schon mit dem Ziel da reingegangen, ein Studio zu gründen irgendwann mal. Und dann hat sich das eigentlich ziemlich schnell ergeben, dass wir uns irgendwie zusammengefunden haben und haben dann noch im ersten Semester direkt die Firma gegründet und angefangen, kleinere Projekte zu machen und Auftragsarbeiten und sowas reinzuholen. Wir haben am Anfang angefangen mit so kleinen Mobile-Geschichten, auch 2 Sachen released und da sind die ersten Erfahrungen als Team so gemacht. Wir wollten halt am Anfang erstmal schauen, dass wir irgendwie einen Fuß in die Branche reinkriegen und irgendwie mal schauen, ja, wie läuft das alles, vielleicht auch mal ein Spiel veröffentlichen, ein kleines. So haben wir dann irgendwie mal so ein Grundbudget aufgebaut und uns irgendwann gedacht, alles klar, jetzt holen wir uns auch mal ein Büro, holen wir auch mal Rechner und sowas. Dann haben wir relativ früh festgestellt, okay, irgendwie die Mobile-Branche ist schon ziemlich überflutet und so, vielleicht kann man... Ja, vielleicht sollten wir einfach unser Herzensprojekt anfangen. Der Name des Herzensprojekts? Lost Ember. Ein Spiel, in dem Kämpfe, komplexe Aufgaben und Game-Over-Screens nichts zu suchen haben. Ein Spiel, das mehr Erlebnis als Herausforderung sein soll. Generell spielt man einen Wolf in dem Spiel und wird von einem Lichtbegleiter geweckt, der einen findet und aus irgendeinem Grund mitnehmen will. Nach und nach erfährt man dann, dass dieser Lichtbegleiter ein Teil einer alten Kultur war, die mal in der Welt gelebt hat und einem seine Erinnerungen zeigen kann. Der Clou dabei ist, dass man nicht nur den Wolf spielen kann als Hauptcharakter, sondern man kann alle anderen Tiere der Welt auch übernehmen. Und so deckt man eigentlich mit der gesamten Tierwelt die Geschichte der Menschheit in dieser Welt auf. Diese Switch-Idee, dass man in verschiedene Tiere reinswitchen kann, die kam damals dadurch, was man eigentlich nicht unbedingt vermutet, inspiriert von Driver San Francisco hieß es. Und dabei kann man eben in die Autos des Gegenverkehrs zum Beispiel reinswitchen. Um sich voll auf das Leidenschaftsprojekt zu konzentrieren, brauchte es eine Geldquelle. Publisher wären eine Möglichkeit gewesen. Gleichzeitig wäre aber auch die Angst, die eigene Vision einem vermeintlich vermarktbareren Konzept unterordnen zu müssen, allgegenwärtig. Die Alternative? Eine Kickstarter-Kampagne. Wir haben schon ziemlich lange darüber nachgedacht. Logischerweise, weil das Indie-Team das Geld braucht, denkt man darüber nach. Letztendlich, dadurch, dass wir die Freiheit haben wollten, was wir entwickeln, war es einfach klar, dass wir irgendwie auf so eine Art uns finanzieren möchten. Hat dann auch wirklich 3-4 Monate gedauert, an der wir wirklich nur die Kickstarter-Seite vorbereitet haben, die ganzen Rewards uns ausgedacht haben und so weiter und so fort. Im Prinzip mussten wir halt so viel Geld ansparen, dass wir noch einen Monat zusätzlich frei hatten, um eigentlich nur die Kampagne vorzubereiten. Das Wichtigste für uns war auf jeden Fall, dass wir so früh angefangen haben, die Community schon aufzubauen und die Community auch mit einzubeziehen in die Vorbereitung der Kampagne. Wir haben ja zum Beispiel auch den Start der Kampagne davon abhängig gemacht, dass wir 5.000 Newsletter-Subscriber bekommen. Und daran haben wir dann wirklich mehrere Monate reingesteckt, die zu bekommen. Haben auf der Gamescom ausgestellt, haben mit verschiedenen Magazinen international schon mal geschrieben und darauf aufmerksam gemacht. Dadurch, dass wir während der Kickstarter eine kleine Europatour geplant hatten. Also wir haben uns ein Wohnmobil gemietet, sind damit dann durch verschiedene Länder gefahren, Messen besucht, Leute besucht. Das kam auch im Vorhinein schon sehr gut in der internationalen Presse an. Mach das nochmal! Der Kickstarter-Trend flaute in den vergangenen Jahren ab. Zu viele der vermeintlichen Traumspiele entpuppten sich bei Erscheinen als Enttäuschung. Die Jungs von Mooneye Studios waren sich diesem Umstand aber bewusst und leisteten Vorarbeit. Vorarbeit, die sich schon bei der Veröffentlichung des ersten Trailers auszahlte. Wir haben den am letzten Gamescom-Tag veröffentlicht, auch weil wir noch während der Gamescom dran gearbeitet haben. Dann waren halt Matthias und Pascal schon auf der Gamescom, während wir im Hotel noch rumsaßen und das Spiel weitergemacht haben. Und ja, dann an dem Sonntag das Ding veröffentlicht,
abends schlafen gegangen, morgens aufgewacht und dann hatte der schon mal 20.000 Klicks oder sowas in der Richtung. Innerhalb von ein paar Tagen dann 50.000 und irgendwann nach zwei Wochen oder sowas 100.000 und dann ging es auch in der Presse total ab. Das war echt genial, aber ich war auch zur Gamescom ein bisschen, ich war da ein bisschen geflasht, weil ich hatte das erste Mal ein Artwork gemacht für unser Spiel und das hatten wir da als Poster und das haben uns die Leute einfach aus den Händen gerissen. So. Und also ich war so eigentlich prinzipiell die ganze Zeit glücklich, obwohl ich auch krank war und so. Wir haben so einen Alert uns eingerichtet, immer wenn Last Ember irgendwo erwähnt wird, kriegen wir das dann mit durch so einen Social Media Alert. Und das Handy hat gar nicht mehr aufgehört zu vibrieren, weil ständig überall irgendwas erwähnt wurde. Das war ziemlich krass für uns. Der Trailer schlug ein. Mit den gewonnenen Fans wagte sich Mooneye Studios im Oktober 2016 endlich an den Auftakt ihrer Kickstarter-Kampagne. Ihr Ziel? 100.000 Euro. Auch dabei vergaßen die Jungs aber nicht, wichtige Momente mit der Öffentlichkeit zu teilen. Den Start ihrer Kampagne übertrugen sie live. Und auch in den kommenden Tagen ging es mit Auftritten bei bekannten Let's Playern und der Tour durch Europa weiter. Das machten sie so erfolgreich, dass sie dabei fast den wichtigsten Erfolg verpassten. Ihren eigenen. So eine Stunde bevor wir hier in Hamburg waren, waren wir irgendwie bei 95.000 oder sowas. Da fing es dann langsam an, dass wir sagten, scheiße, hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig an, damit wir auch noch feiern können. Und dann sind wir während der Fahrt über diesen Punkt gekommen und ja, eine halbe Stunde bevor wir wirklich hier im Büro dann waren, einfach irgendwo mitten auf der Straße auf die Bremse getreten, angehalten, kurz losgeschrien, gefeiert und dann spontan alle möglichen Leute hier ins Büro zum Feiern eingeladen, die wir so kannten. Kamen dann auch noch echt viele vorbei und haben wir mitten in der Woche Nacht irgendwann das Büro auseinandergenommen. Es war, glaube ich, das beste Gefühl meines Lebens, dass es geklappt hat. Aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Ich war körperlich, geistig am Limit so. Ich habe auch danach immer gesagt, so, ich will es nicht nochmal machen, weil ich völlig fertig war. Aber als der Zeitpunkt dann da war, dass wir es gepackt haben, danach war dann echt eine ziemliche Erlösung.